Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, aus welcher Zeitzone Sie uns zuhören. Verehrte Zuschauer von Horn of Africa TV, mein Name ist Martha Tesfa Michael und ich habe heute einen besonderen Gast bei uns, Herrn Albrecht Müller. Herr Müller, Sie werden sich gleich selber vorstellen, aus Ihrer Vita erzählen. Aber bevor das passiert, möchte ich gerne etwas vorlesen, was mir im Zuge der Vorbereitung für dieses Gespräch in die Hände gefallen ist. Aha. Diese Worte sind für Sie nicht neu, aber für unsere Zuschauer vielleicht. Und ich finde, dass dieser Abschnitt sehr gut passt zu unserem heutigen Thema. Es ist ein sehr weltumfassendes Thema, deswegen, oder der Abschnitt ist sehr weltumfassend, abendfüllende Themenpunkte. Ich lese jetzt einfach mal vor. Der Idee nach haben wir eine schöne Demokratie. Tatsächlich aber verhärtete Verhältnisse. Die Einkommen sind ungerecht verteilt, große Vermögen in wenigen Händen und Finanzkonzerne beherrschen die Wirtschaft. Die Parteien sind programmatisch entkernt, die Medien konzentriert und meist angepasst. Frieden, gemeinsame Sicherheit. Stattdessen wird auf Konfrontation und Kriegsvorbereitungen gesetzt. Fremdbestimmt von den USA. Europa zerbröselt. Die Revolution ist überfällig, aber es wird sie nicht geben. Ja. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, der Verfasser ist ein wenig Politik oder Politiker verdrossen. Das war so mein erster Gedanke, aber das ist ja nicht über Nacht entstanden, sondern aus einer, also die Erkenntnis ist gereift aus einer langjährigen Erfahrung, Herr Müller. Ja, da kann ich ja gleich mal ansetzen, ja. Wenn Sie fertig sind mit der Einleitung. Mhm. Vielleicht stelle ich mich kurz vor. Ich habe Volkswirtschaft studiert und erst an der Uni gearbeitet und dann war ich Redenschreiber beim deutschen Wirtschaftsminister Professor Dr. Karl Schiller. Das ist schon ewig her, 1968. Dann war ich überraschend in einen Wahlkampf hineingeraten, nämlich den von 1969. Und danach gab es den ersten Kanzlerwechsel in Deutschland, den Kanzlerwechsel von einer Partei zur anderen, nämlich von CDU, Adenauer, Erhard, Kiesinger zu Willy Brandt, dann dem Bundeskanzler und Parteivorsitzenden der SPD. Und daran 1969 habe ich mitgewirkt und das war dann der Grund dafür, dass Willy Brandt und Wischnewski, der damalige Bundesgeschäftsführer der SPD, mich fragten, ob ich keine Lust hätte oder ob ich Lust hätte, bei der SPD im Parteivorstand für die Öffentlichkeitsarbeit und Wahlen zuständig zu sein. Und das habe ich dann gemacht, obwohl das andere im Wirtschaftsministerium auch sehr interessant war. Und also gut, dann war ich plötzlich Wahlkämpfer mit vollem Amt und habe dann den Wahlkampf 1970 geplant. Und darauf bin ich immer noch stolz, weil dieses endete mit dem bisher besten Ergebnis für die SPD. Und zwar mit einer SPD, die programmatisch nicht entleert war, sondern ganz vieles hatte. Also eine Bodenrechtsreform, eine Steuerreform, eine Ost- und Verständigungspolitik. Alles, was heute fehlt, war damals in der Hülle SPD noch enthalten. Und weil das gut lief und die SPD 45,8% erreichte, hatte ich einen Wunsch offen bei Willy Brandt. Und ich habe damals gewünscht, Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt zu werden. Und das war ich dann von 1973 im Februar bis 1982, also auch dann bei Helmut Schmidt. Das endete dann mit dem Abgang von Helmut Schmidt und ich wurde auch entlassen im September, Oktober 1982. Und dann war ich erstmal selbstständig tätig und dann wurde ich Bundestagsabgeordneter in der Südpfalz, in dieser wunderschönen Region, in der ich heute lebe. Und ja, das war dann 1994 beendet. Und dann habe ich über ein Thema weitergearbeitet, das mich mein ganzes Leben lang beschäftigt. Ich habe da schon 1966 eine Rede zu gehalten, nämlich zum Thema, wie wir manipuliert werden.
Und ja, wenn eine Gesellschaft oder eine politische Landschaft von Manipulationen geprägt ist, dann ist die, kann man die Demokratie mit der Lupe suchen. Wenn es also für Leute, die viel Geld haben oder viel publizistische Macht haben, leicht ist, das Denken der Menschen zu bestimmen und sie damit auch zu einer bestimmten ihnen diesen Manipulationsmachern dienenden Entscheidung zu animieren, dann hat die Demokratie eigentlich keine Chance mehr. Und das erleben wir ja heute auch wieder. Ich habe damals dann im Jahre 2001, als die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gegründet wurde, das ist eine Organisation der Wirtschaft, des Arbeitgeberverbandes Metall, als sie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gegründet haben, eine Propagandaorganisation, lag es nahe zu sagen, da muss man ein Gegengewicht bilden. Und deshalb habe ich gesucht, bei Gewerkschaften und bei anderen Verbündete zu finden für eine Internetseite, für eine kritische Internetseite. Das war dann immer so, dass es bis in die oberen Etagen dieser Organisation, BUND und DGB und IG Metall, ging. Und die waren dann auch sehr positiv. Und da war die obere Spitze, hat gesagt, nein. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einen früheren Mitarbeiter und Freund fand, der die Gründung dieses Projektes einer kritischen Internetseite mit begleitete. Das war Wolfgang Lieb. Er ist leider nicht mehr mit dabei. Und wir haben das dann 2003 gegründet und haben im November 2003 begonnen, kritische Beiträge im Internet zu platzieren. Ich nehme an, dass wir ziemlich der erste Blog waren, der sowas gemacht hat. Und seitdem gibt es die Nachdenkseiten. Diesen Namen haben wir gesucht in einem langen Prozess des Austausches zwischen Freunden und in der Familie und sind dann auf diese Idee gekommen. Ich finde es nach wie vor sehr passend zu sagen, dass dieser Blog Nachdenkseiten heißt. Da ist eigentlich ganz viel enthalten. Und das Hauptthema und das Hauptziel dieser Nachdenkseiten war von vornherein, das steht auch in unserer Begründung, die Manipulation sichtbar zu machen, denen die Menschen heute ausgesetzt sind. Insofern ist das, was ich in meinem Buch Die Revolution ist fällig geschrieben habe und was Sie zitiert haben, ist ganz logisch und baut auf diese Erfahrung auf, die den Hintergrund für die Gründung der Nachdenkseiten war. Das habe ich sehr lange geredet, tut mir leid, aber es musste halt mal erläutert werden. Nee, ist vor allen Dingen halt auch deswegen sehr wichtig, weil der Abschnitt beinhaltet ja einerseits das außenpolitische Thema, aber auch, dass letztendlich, dass vieles von der Politik vordergründig so den Menschen kommuniziert wird, wie es tatsächlich aber in Hinterzimmern anders geregelt wird. Also das ist ja der Punkt der Manipulation, den Sie erwähnt haben. Aber im Grunde die Wächter der Demokratie, die, nehmen wir mal das öffentlich-rechtliche Programm, ist ja dahingehend sind ja keine Wächter mehr, sondern sie sind ja, das sehe ich ja auch sehr kritisch, Teil dieses Systems und was das letztendlich dann halt auch notwendig gemacht hat, unabhängig, das war ja das große Glück jetzt letztendlich mit dem Internet, dass man da die Möglichkeit hat, auch Menschen zu erreichen, um da der Politik und auch den Politikschaffenden auch auf die Finger zu gucken und die Menschen zu informieren. So wie es im Grunde der Gedanke war ursprünglich der Medien als Wächter der Demokratie. Ja, richtig. Also die Öffentlich-Rechtlichen sollten eigentlich so etwas sein wie das Korrektiv für das, was die privatwirtschaftliche Presse macht. Wir wollen mal gleich ein bisschen Fleisch dazu tun. Also gucken Sie mal an, wie die große Errungenschaft in Deutschland und in Europa und in der Welt, nämlich die Konfrontation zwischen West und Ost und Ost und West abzubauen. Wie dieser große Erfolg von 1989 und 1990 verspielt worden ist,
der ist verspielt worden, nicht so einfach nur lässig und per Zufall, sondern ist gezielt daran gearbeitet worden, Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen wieder möglich und nötig zu machen. Also dazu muss man sich vielleicht mal in die Rolle der Rüstungswirtschaft zurückversetzen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind also der Planer der US-amerikanischen oder der europäischen Rüstungswirtschaft. Dann mussten Sie ja erschrecken. 1990 haben Ost und West erklärt, sie wollen jetzt gemeinsame Sicherheit. Also sie wollen nicht gegeneinander rüsten, sondern sie wollen abrüsten. Das steht sogar in einem Grundsatzprogramm der SPD vom Dezember 1998 drin. 98. Mhm. Drin, ja. Und 89 war das, 1990, Entschuldigung. Und sind sie also in der Rolle der Rüstungswirtschaft und erschrecken, denn es gibt ja keine Aufträge mehr. Und dann haben die erfunden, dass wir die Konfrontation mit Russland wieder aufbauen müssen und dass es eben keine gemeinsame Sicherheit mit Russland geben soll, sondern es gibt hier Europa. Russland werfen wir aus Europa hinaus, obwohl Russland ja eigentlich zu Europa gehört. Und dann müssen wir systematisch daran arbeiten, das Feindbild Russland wieder aufzubauen. Das ist in den letzten 20 Jahren geschehen. Das ist ab und zu mal unterbrochen worden, zum Beispiel durch eine Rede von Putin im Deutschen Bundestag, die sehr verständnisheischend war und wo auch die deutsche Seite eigentlich damals Schröder und seine Regierung, die rot-grüne Regierung, wo die eigentlich auch darauf setzten, dass man sich verständigen kann. Aber es war damals schon erkennbar an den Gesichtern, als der Putin da redet im Deutschen Bundestag, an den Gesichtern der Deutschen Regierungsbank, war schon erkennbar, dass die USA der Regierung Schröder schon ganz andere Leitlinien gegeben haben. Die guckten nämlich ganz entfremdet, als der Putin da so sehr die Hand ausstreckte. Und so war dann die Politik danach. Erst von Schröder schon, nicht so massiv wie dann später von Merkel. Aber unter Merkel und anderen europäischen Ländern, vor allem den osteuropäischen Ländern, ist alles getan worden, um die Verständigung und die langfristig angelegte, abrüstende Verständigung mit Russland außer Kraft zu setzen. Das ist ein unglaublicher Manipulationsvorgang. Und Sie finden heute in den Parteien, die früher für die Friedenspolitik standen, also auch bei diesen Parteien, bei SPD und bei Grünen, finden Sie nur aggressive Elemente. Da ist nichts mehr von dieser Verabredung von 1989 und 1990 zu finden. Das ist alles weg. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Mhm. Und da könnten wir in die Innenpolitik gehen, da ist es ganz genauso. Die Konfrontation mit Russland ist ja deswegen so großes Thema, weil der Mann Putin heißt und nicht Jelzin. Also das heißt, letztendlich ist es ja im Großen und Ganzen ist es ja ein Ressourcenkampf, den Sie ja auch angedeutet haben in Ihren in dem Abschnitt, den ich vorgelesen habe, dass der Neoliberalismus, so wie er jetzt heute um uns greift und sehr erkennbar ist und quasi auch nicht mehr zu verstecken ist, dass das ja eines der maßgeblichen Treiber für diese Konfrontation ist. Also wenn jetzt, ich kann es jetzt auch mal kurz machen, wenn jetzt jemand anders im Kreml sitzen würde, der nicht Putin heißt, dann mutmaße ich mal, wäre die Herangehensweise an Russland eine andere. Da würden auch die Themen wegfallen, wenn man da uneingeschränkteren Zugang hätte zu den Ressourcen. Also auf was ich hinaus möchte ist das Wirtschaftssystem, was jetzt nach dem Fall der Sowjetunion und als dann quasi die USA als die alleinige Supermacht übrig blieb, nicht das eigentliche Problem. Ja, es liegt ja nicht an den Personen, das haben Sie ja schon angedeutet. Also bei Jelzin war es eben leicht möglich, in Russland
auszubeuten, so kann man nur sagen. Ja, letztendlich hat er mitgespielt, zumindest größtenteils, nicht immer. Und es war so, dass amerikanische Berater und US-amerikanische Unternehmen und europäische Unternehmen schon massiv tätig waren, um die Ressourcen Russlands auszubeuten. Und Putin hat das halt nicht mehr weiter mitgemacht. Also wenn der anders gehießen hätte, wäre es halt ein anderer gewesen. Aber immerhin war er so schlau zu sagen, das kann so nicht weitergehen. Und allen Leuten, die jetzt so auf Putin schimpfen, würde ich nur mal raten, sich das anzuschauen, wie die Lage in der Zeit Jelzins in Russland war. Das war totales Durcheinander. Ja, und es ist ja sichtbar geworden, dass der Westen es angelegt hat, dieses Land zu plündern. Und deshalb kann ja man, wenn man auch nur ein bisschen objektiv denkt, kann man ja nur sagen, also zum Glück für das russische Volk kam ein anderer Präsident und hat dieses Spielchen nicht mehr damit gemacht. Im Westen ist der Putin verhasst. Das ist ja ganz eigenartig. Da kann ich auch zeigen, wie Manipulation so läuft. Ja. Also ich habe selbst Freunde und unter meinen Freunden sind Leute, die sagen, ja gut, wir wollen ja auch die Verständigung mit Russland. Und dann kommt der Nachsatz, der besteht aus drei Worten. Der heißt, aber der Putin. Mhm. Das heißt, das ist der Fürchterliche. Da sehen Sie auch, wie Manipulationen laufen. Da gibt man in einem Teil dem Gesprächspartner Recht, aber dann hat man diesen Nachsatz. Und man hat ihm Recht gegeben und da kann man sich drüber freuen, dass also auch der Gesprächspartner denkt, wir wollen ja keinen Krieg mit Russland. Und dann kommt dann dieser Nachsatz, aber der Putin, und dann ist sozusagen der Akzent in eine völlig andere Weise gesetzt. Und das können Sie jetzt sehen, wie diese Wahlen kommentiert werden. Da wird immer nur das Schlechte dieser Wahlen rausgesucht. Da war sicher sehr viel Undemokratisches dabei. Aber wie ist das bei uns? Bei uns läuft doch jetzt, sehen Sie, in dieser letzten Woche oder letzten 14 Tage läuft doch das absolut undemokratisch ab. Da hat der Herr Laschet erfunden, dass die roten Socken etwas ganz Schlimmes seien, dass also man mit der Linkspartei auf keinen Fall regieren darf. Und diese lächerliche Behauptung, die ist so groß hochgepustet worden, dass Sie heute in ein Gespräch auf der Straße oder irgendwo in Deutschland mit jemand eintreten können, wie gestern ich mit einem 50-Jährigen, wir haben über die Wahlen gesprochen, und dann sagt er, ja, aber das eigentliche Problem ist Rot-Rot-Grün. Also das eine Rot in Rot-Rot-Grün. Das heißt, es darf überhaupt keine Alternative geben. Und dann habe ich gefragt, wieso denn das? Und dann kommt halt das mit den Russen und so weiter und so fort. Und die sind nicht verlässlich, diese Linkspartei und so weiter. Ja, das ist eine absolut undemokratische Meinungsmache, die bei uns passiert ist. Und wenn wir jetzt Wahlbeobachter hätten, die objektiv sind, dann müssten sie dieses hervorkehren, müssten zeigen, wie in Deutschland Meinung gemacht wird. Und dann stände der demokratische Charakter unserer Wahl genauso mies da wie der undemokratische Charakter der Wahl in Russland. Aber es wird natürlich ganz anders gemacht. Über die russischen Wahlen zieht man her und sagt, es sei undemokratisch und die seien manipuliert und dergleichen mehr. Bei uns hat die Manipulation einen guten Schein. Die Leute, die manipulieren, die Hebel der Meinungsmache in der Hand haben, das sind halt die Leute, die Einfluss haben. Und deshalb wird über diese Art der Wahlen, die wir heute in Deutschland haben, nicht kritisch hergezogen, sondern das ist alles ganz toll und so weiter und so fort. Und was die Bild-Zeitung macht und was das ZDF Heute-Journal macht und was die Tagesthemen an Manipulation machen, das wird eben nicht als Manipulation gebrandmarkt, sondern das ist sozusagen demokratischer Standard des Westens und in Deutschland. Ja, also das sehe ich auch ähnlich. Ich denke, dass diese Art der Manipulation und auch der Meinungsmache, dass die schon sehr, sehr weit zurückliegt und man im Prinzip schon auf schon bestehende Feindbilder oder gewisse Ansichten. Haben Sie ganz recht, es geht bei uns ja noch weiter als auf die Nazis zurück und die Nazis hatten diese ja auch drauf.
Und das Bürgertum im 19. Jahrhundert hat auch den Feind dort gesehen. Ja? Da haben Sie ganz recht, es ist nicht Neues, es ist eingefleischt in manchen Kreisen unseres Volkes. Und das musste nicht neu erfunden werden. Ja, ich möchte noch einmal zurückgehen auf den Politikertyp damals. Und vor allen Dingen halt auch auf eine verpasste Chance, so wie ich sie immer wahrgenommen habe. Damit wir halt auch den Bogen hinkriegen zu den Ländern des globalen Süden. Ja. Also es gab ja Ende der 60er Jahre, gab es ja schon eine andere Art des Bewusstseins, der Solidarität mit Ländern des globalen Süden. Also nicht nur wegen des Krieges in Vietnam, sondern hat auch teilweise Revolutionen in Afrika und in anderen Teilen, die sich aus dem kolonialen Joch befreit haben. Die haben sich ja letztendlich dann befreit aus der Kolonialherrschaft, gerieten quasi direkt in Konfrontation zwischen den Systemen des kapitalistischen Systems, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, und des kommunistischen Systems, wenn man so möchte. Und aus der Erfahrung, die diese Länder mit der Kolonialherrschaft gemacht haben, haben die meisten sich dafür entschieden, ein Wirtschaftssystem zu wählen, was den meisten Menschen zugutekommt. Und das war dann zufälligerweise das soziale System, das kommunistischere System als das kapitalistische System. Daraufhin wurden sehr viele programmatische Staatsmänner ermordet. Das heißt, die Erfahrung, die diese Länder mit dem, also für mich ist der Neoliberalismus, es ist die gleiche Münze wie der Kolonialismus. Es ist wenig in den Händen, also viel in den Händen von wenigen, und die meisten haben halt gar nichts. Hat man in den 68ern, sage ich jetzt mal, als dieses Bewusstsein, als diese Chance bestand, Solidarität tatsächlich zu leben, hat man das verpasst oder was ist da eigentlich passiert? Es gab ja auch die andere Variante im Westen. Also wenn Sie, ich will da gar nicht mit Deutschland anfangen, wenn Sie an Olof Palme denken, den schwedischen Ministerpräsidenten und den Führer der Sozialdemokratie dort, oder seinen Freund Willy Brandt in Deutschland. Die beiden waren ja Träger einer Nord-Süd-Kommission, und diese Idee war schon, dass man eng zusammenarbeitet. Und ich will mal mit einer persönlichen Geschichte sagen, wie sehr das auch im Süden verstanden worden ist und wie sehr man in dieser Variante der Zusammenarbeit eine Hoffnung sah. Ich bin 1970 im Frühjahr oder im Februar, März nach Tansania gereist zu einem Freund, der dort Ernährungswissenschaft und Ernährungspraxis machte in den Usambara-Bergen. Und dieser Freund war ganz gut vernetzt, in Dar es Salaam auch. Auf jeden Fall sprach sich das bis in den Präsidentenpalast von Nyerere rum, dass da ein Mitarbeiter von Willy Brandt in Tansania ist. Daraufhin erhielten wir eine Einladung und ein gut einstündiges Gespräch mit Nyerere. Der war eindeutig ein Partner und hat ganz klar kapiert, verstanden, dass es auch in westlichen Ländern, in Schweden und in Deutschland, Politiker gab, die auf diese solidarische Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd und Süd und Nord gesetzt haben. Damals wären wir nie auf die Idee gekommen, dass wir, weil uns etwas im Süden nicht passt, dass wir da militärische Interventionen machen. Also ich habe jetzt in Afghanistan und alles zum Süden gerechnet. Ja? Ja. Wir wären nie auf die Idee gekommen, so etwas zu planen. Willy Brandt und Olof Palme wären nie auf die Idee gekommen, dass man diesen Ländern von oben herab beibringen muss, wie sie zu leben haben. Sondern das war auf Kooperation angelegt, und die Leute, die damals im Süden zuständig waren, zumindest kann ich das im Falle Nyerere sagen, der auch Bücher geschrieben hat über Utschama, so hieß das Buch, Utschama heißt voll Freiheit. Ne?
Andere Sprache als die Swahili ist eine andere Sprache als die, die Sie sprechen oder Ihr Volk spricht oder Ihre, kann ich ja nicht sagen, dass Sie Deutsche sind, also ja, da, wo Sie herkommen. Aber das war eine völlig andere Atmosphäre. Das war eine partnerschaftliche Atmosphäre zwischen Nord und Süd und nicht eine Atmosphäre, dass der Westen guckt, wo müssen wir jetzt militärisch eingreifen. Da hat man immer erst anders überlegt, wie können wir anders eingreifen. Und wir sind ja damals auch nicht auf die Idee gekommen, andere Führer des Südens zu ermorden, wie das im Falle Lumumbas geschehen ist. Auf den haben Sie ja wohl angespielt. Ja. Zum Beispiel, also es gibt Lumumba, es gibt aber auch noch andere, es gibt auch Thomas Sankara, verschiedene andere programmatische, wirklich visionäre Köpfe, die es damals gab, die es heute auch noch gibt, die im Grunde das System Neoliberalismus nicht losgelöst von der Kolonialherrschaft sehen konnten aus eigener Erfahrung und gesagt haben, wir möchten ein anderes System, weil es uns im Prinzip langfristig nicht weiterbringt. Das ist ein interessanter Gedanke, aber Sie haben wahrscheinlich zum großen Teil recht damit. Ja. Bitte? Sie haben recht damit, dass Sie das verbinden. Ja, ja. Ja. Und dass jetzt erleben wir das ja auf eine andere Weise ganz praktisch. Also diese neoliberale Ideologie hat ja dazu geführt, dass bei uns ein Konzentrationsprozess im Eigentum unserer eigenen Industrie stattgefunden hat, der dazu führt, dass unsere Wirtschaft in großen Teilen von internationalen Finanzkonzernen abhängig ist. Also da hat sich wirklich auch bei uns gezeigt, was man unter neoliberaler Ideologie zu leiden hat, wenn man das alles laufen lässt. Genau. Und das haben eben die Völker des Südens und ihre politischen Verantwortlichen etwas früher erkannt, als wir das heute erkennen. Genau. Also ich würde zum Ende des Gespräches, möchte ich mir noch etwas aufbewahren. Aber wenn wir jetzt einmal nochmal zurückgucken auf das Jahr 98 in Bezug auf das, was Sie gerade gesagt haben, dass in den 70er Jahren diese Interventionspolitik keine Taktik war oder keine Strategie war, um mit diesen Ländern in Verbindung zu kommen, hat sich ja das mit der Wahl von Schröder und Fischer zumindest mal für Deutschland drastisch verändert. Also wenn ich mich zurückerinnere, 98, die Stimmung war ja auch nach einer langen Ära, der Kohl-Ära, war ja sehr, sehr euphorisch. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, ja, dass viele... Haben Sie recht, ja. Ja, sich viele gefreut haben. Jetzt kommen die Sozialdemokraten mit den Grünen. Jetzt ist das Thema soziale Gerechtigkeit wieder, wird es wieder hochgehangen. Aber es ist ja genau das Gegenteil passiert. Was die Innenpolitik hier in Deutschland anbelangt, sondern grundsätzlich ein Bruch der deutschen Zurückhaltung in der Außenpolitik, was wir heute quasi als normal sehen. Also ich frage mich, Sie spielen an auf den Jugoslawienkrieg. Genau. Also das ist schon richtig. Schröder Fischer war eine doppelte Enttäuschung und zwar eine massive Enttäuschung. Mir ging es wie Ihnen. Wir haben damals, das war auch Ende September, die Wahlen, 27. oder wann, und da haben wir gefeiert noch und dann kurze Zeit später gab es die Ernüchterung. Das war also 98. Im März 1999 war schon die Entscheidung gefallen, im Kosovo Krieg zu führen, oder es war sie eigentlich im Winter schon gefallen bei den Gesprächen in Paris. Und es war völlig klar, dass die Amerikaner diesen Krieg wollen und unsere Beteiligung wollen. Und dann haben wir das gemacht. Und dann kam zwei Jahre später die Agenda 2010 und vieles andere, was wir uns überhaupt nicht in den schlechtesten Träumen hätten vorstellen können, dass das geschieht. Und jetzt Ich kann Sie gut verstehen. Ich war genauso enttäuscht wie Sie. Absolut. Also
Ich war ja, oder viele aus unserer Community waren ja besonders sensibilisiert, weil wir hatten 1999 ja auch einen sogenannten Grenzkonflikt mit unserem Nachbarland. Das heißt, ich habe da ganz besonders halt auf Konflikte geschaut. Und vieles von dem, was ich über die Medien mitbekommen habe, hat sich sehr eingeprägt in meinem Langzeitgedächtnis. Aber nicht so bei den Redakteuren, ne? Also scheint mir. Ne? Also wir haben ein besseres Gedächtnis, wir Bürger, die jetzt besonders auf Konflikte gucken, als Redakteure, die es offensichtlich aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht schaffen, in die Archive zu gucken und zu schauen, wie sind diese Kriege entstanden, wo sind die Zusammenhänge und warum waren wir eigentlich da? Stattdessen gibt es immer mehr Militarisierung und das scheint im Prinzip die einzige Form der Politik zu sein, also wie man sich da Zugang verschafft. Ist das von mir jetzt naiv gesagt? Oder habe ich da eine richtige Einschätzung? Nein, Sie haben die richtige Einschätzung und Sie haben es freundlicherweise nicht radikal genug formuliert. Wenn man das radikal im guten Sinne in der Wurzel anpackend formulieren würde, dann müsste man sagen, ganz entscheidende, als Multiplikatoren wirkende Journalisten in Deutschland sind nicht frei, sondern sie arbeiten im Auftrag von großen Organisationen oder Interessen im Hintergrund. Ich habe letztens in einem Beitrag der Nachdenkseiten, war vor einer Woche oder waren wir sogar nur ein paar Tage hier, daran erinnert, dass die Anstalt des ZDF, Uthoff und Wagner, diese bekannte Sendung, dass die am 29. April 2014 und zwar an einer Tafel mit verschiedenen Organisationen gezeigt haben, wo wichtige deutsche Journalisten wie Stefan Cornelius von der Süddeutschen Zeitung oder Nonnenmacher und Frankenberger von der FAZ oder, naja, das reicht ja schon mal, da waren also an 5 oder 6 Journalisten war gezeigt worden, wie die verfilzt sind mit Vorfeldorganisationen des westlichen Bündnisses in Deutschland. Atlantikbrücke oder Aspen-Institut. Also lauter NGOs, die von den USA und anderen westlichen Ländern gegründet oder deutschen Regierungen gegründet worden sind und nichts weiter sind als Propagandaorganisationen, Lobbyorganisationen. Und die deutschen Journalisten mit diesem Namen, mit einem wirklichen Namen, sind denen eng verbunden. Das heißt, die sind gar nicht freie Journalisten in dem Sinne, sondern sie sind Täter im Interesse westlicher Interessen, westlicher Militärinteressen und westlicher Konfliktparteien. Und das ist aber bei den deutschen Leserinnen und Lesern und bei den deutschen Wählerinnen und Wählern noch nicht rum. Diese Leute arbeiten alle weiter, soweit sie noch nicht in Rente sind. Aber Cornelius zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung schreibt weiterhin seine aufhetzenden Artikel gegen Russland und ist voll in die NATO integriert. Das ist übrigens auch ganz gar nichts Neues. Als ich nach Bonn kam 1968, da wussten wir, welcher Journalist von der Zeitung Die Welt auf dem NATO-Ticket steht. Ja, das ist also gar nichts Neues. Das gab es damals auch schon, aber es hat sich in einer Weise verfestigt und es wird auch nicht mehr darüber gesprochen. Ja, damals war dieser eine Weltjournalist in aller Munde. Da wusste man, wenn der was schreibt, dann ist das in Brüssel bei der NATO geschrieben worden, im übertragenen Sinne. Und heute wird darüber nicht geredet, sondern das sind alles feine Leute. Ja. Ja? Und das, was mich halt so umtreibt, ist, dass das ja kein Allgemeinwissen ist. Ne? Also das heißt, wenn man sich mit jemandem unterhält, der aus einem aufrichtigen Interesse sich die Tagesschau anschaut oder versucht, sich über politische Sachen, Prozesse zu informieren, diese Information bekommt er nicht. Das heißt, letztendlich ist es so, dass sich auch innerhalb unserer Gesellschaft hier in Deutschland hat sich so eine Informationskluft
ergeben, dass diejenigen, die sich halt fernab von oder sich zusätzlich zu den konventionellen Medien halt auch noch anders informieren, oft Fragen dastehen und sich überlegen, ja gut, es sind ja nicht nur die Medien, die im transatlantischen Bündnis verzahnt sind, sondern es sind ja auch Politiker. Ja, und wir hatten vor ein paar Tagen, ich glaube vor 2 Tagen war das, da war eine Persönlichkeit aus den sozialen Medien, die sich über die SPD und auch über die CDU quasi auseinandergenommen hat, was sie an Skandalen in den letzten Jahren oder im letzten Jahr vor allen Dingen fabriziert haben. Ausgenommen waren jetzt da die Grünen. Und da möchte ich jetzt mal ansetzen, dass die werte Kanzlerkandidatin für die Grünen, Frau Annalena Baerbock, ja, sehr wohl halt auch aus einer Kaderschmiede des transatlantischen Bündnisses, ja, wo hat es zumindest Diane Johnstone in einem Artikel auch beschrieben, entstanden ist. Und diese Informationen kommen ja nicht beim Wähler an. Ich unterhalte mich auch sehr gerne mit mir lieben Mitmenschen, die ein ganz aufrichtiges Interesse haben an Politik. Ja. Die haben diese Informationen nicht und die würden sagen, ja gut, also statt den Scholz oder den Laschet, dann lieber die Baerbock. Und für mich weiß ich, dass die Grünen gerade in den Kriegen des globalen Südens zumindest mal aus Propagandasicht sehr stark beteiligt waren. Also Libyen zum Beispiel, Syrienkrieg, am Horn von Afrika sehr stark mit Propaganda, mit drinne. Was ist denn eigentlich noch, was haben wir denn eigentlich noch für eine Möglichkeit, um halt auch die Masse der Bevölkerung darüber zu informieren? Also es ist wirklich schwierig, weil die Informationskluft wirklich sehr, sehr deutlich zu sehen ist. Also da kann ich Ihnen leider nicht viel helfen, weil ich genauso verzweifelt bin über diese Frage. Es ist doch ein Riesenphänomen, dass eine gesamte Partei bei den wichtigsten Elementen einer Politik, nämlich dem Element Frieden und dem Element soziale Gerechtigkeit, so von den Beinen auf den Kopf gestellt worden werden kann, wie das bei den Grünen geschehen ist. Also aus einer Partei des Friedens und der Zusammenarbeit, etwa auch mit Ländern des Südens, ist da eine Partei der Aggression und des Militärs geworden. Und gut, man kann immer nur sagen, wir bohren halt diese Bretter weiter, das sind dicke Bretter und wir klären auf. Wir sagen, wie Sie das gesagt haben, die Frau Baerbock ist von den Davos-Leuten ausgeguckt worden. Wir weisen darauf hin, dass der Özdemir in einer Krise war und in den USA gerettet worden ist und deshalb sehr dankbar ist. Wir weisen darauf hin, dass es hier in meiner Region einen grünen Abgeordneten gibt, der ist Kriegsdienstverweigerer gewesen und hat diese Kriegsdienstverweigerung zurückgegeben. Das ist richtig lächerlich zum Teil, aber zeigt diese Charakterlosigkeit, die dort herrscht. Und wir weisen halt immer mehr Menschen darauf hin, ob das dann fruchtet. Da haben Sie recht, wenn Sie zweifeln. Das ist das große Problem, was uns ja auch ein bisschen hilflos macht in der jetzigen Situation, 5 Tage vor der Wahl. Wir wissen nicht so recht, wie wir an die Menschen noch genügend Informationen heranbringen können, um sich so zu entscheiden, dass es nicht einfach nur so weitergeht. Und das Schlimme kommt da hinzu, dass bei uns die Menschen jetzt bei dieser Wahl gar keine richtigen Alternativen haben. Ja, es ist, man muss schon mit der Lupe suchen, um angenehme Differenzen zu finden zwischen Herrn Laschet und Herrn Scholz. Oder man muss noch genauer hingucken, um zu sehen, dass das, was aus Frau Baerbock gemacht wird, nämlich eine Alternative, dass das nicht ist, wie Sie das gesagt haben. Das ist schon ein ganz hartes Brot oder eine harte Angelegenheit, die wir da worüber wir informieren müssen und wollen. Und da sind wir wieder ganz am Anfang. Es geht an die Substanz der Demokratie.
und die Aufklärung hat es in Deutschland genauso schwer wie in Afghanistan. Das heißt, letztendlich ist es schon so miteinander verzahnt, dass es mich jetzt wieder an den Ursprungspunkt bringt. Sie haben ja geschrieben, die Revolution ist fällig, aber es wird sie nicht geben. Darauf beziehen Sie sich auf Europa, glaube ich. Ja. Und das ist ja auch in Ordnung, weil Sie ja auch hier in Europa leben und wir leben ja auch hier. Ist es so, dass die Revolution in anderen Teilen der Welt schon längst stattfindet und dass das im Prinzip nicht, wie man vielleicht vermutet, die Revolution von Europa auf andere Länder kommt, sondern vielleicht von Ländern des globalen Südens nach Europa? Weil die Kämpfe nach einem wahren Wandel werden ja ausgefochten blutig. Ich kann verstehen, dass man diese Art von Konfrontation, die wird ja so einfach ist ein Systemwechsel ja nicht zu machen. Ne? Also, aber es passiert ja schon. Ne? Also es gibt ja Länder, das passiert, dann, wir würden das gerne aufgreifen oder würden auf diese Vorbilder hinweisen, wenn es die gibt. Ja? Also bin ich auch gespannt. Vielleicht sollten Sie mal auf den Nachdenkseiten darüber etwas schreiben, wo Sie diese Revolution sehen. Ich gucke nach Indien und sehe da eine Regierung, wo ich große Zweifel habe, ob die auf dem Weg einer Revolution ist. Ich gucke nach China und sehe ganz viele reiche Leute und bin deshalb auch ein bisschen enttäuscht, ob wir von da so etwas erwarten können. Und sehe das auch in Russland natürlich, dass dort die wirklich reichen Leute auch bei Putin sehr viel zu sagen haben. Also wo ist die Revolution? Nennen Sie mal ein Land. Ja, also ich glaube, man kann kein Land jetzt als Einzelnes ausfindig machen, sondern es geht im Großen und Ganzen darum, dass man sich von einer Idee langsam verabschiedet, dass Konfrontation niemandem etwas bringt, sondern dass Kooperation der Weg ist der Zukunft. Und da, weil Sie jetzt China erwähnt haben, die haben ja diese One Belt Initiative, die ja auch verschiedene Länder umfasst. Länder in Afrika, Länder in Asien bis hin nach Deutschland. Und das ist ja im Prinzip etwas, was die USA ja ganz offen auch gesagt haben. Das ist das, was sie als die größte Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit sehen. Das heißt, sie gehen offene Konfrontation, weil sie Angst haben, ihre hegemoniale Vormachtstellung zu verlieren. Ja. Mhm. Und Länder in Afrika, viele Länder des globalen. Nach Griechenland, ja. Ja, genau. Sogar Griechenland möchten eine andere Art der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Das kann nicht über Nacht entstehen, aber es ist schon längst im Gange. Und diese ganzen Stellvertreterkriege, unter dieser Lupe sehe ich auch zum Beispiel auch zum Beispiel Afghanistan, ja. Also wir haben ja mit einer Lüge haben wir ja quasi diesen sogenannten endlosen Krieg gegen den Terror vorangetrieben mit der ganzen Welt. Das heißt, es war ja letztendlich eine Möglichkeit, Zugang zu bekommen in diese Länder. Nichts weiter ist es ja gewesen. Und das ist ja kläglich gescheitert. Ja, also ich rede jetzt nicht nur von diesem peinlichen Rückzug der Vereinigten Staaten von Amerika, daraufhin dann halt auch die europäischen Partner in Anführungszeichen, sondern grundsätzlich einfach auch den Menschen aufgezeigt, was den Menschen gezeigt wurde, ist, dass diese Art von Befreiung der Länder, dass das nicht mehr funktioniert. Ja, weil die Menschen in zum Beispiel nehmen wir Afghanistan, das ja nicht als Befreiung gesehen haben, sondern als Besatzung. Das wurde in den Medien nicht so gesehen oder nicht so gesagt. Aber ich kann mir vorstellen, wie das ist, wenn man sieht, da sitzen verschiedene Länder. Also das ist ja auch eine Information, die gar nicht in den Medien kommuniziert wird. Ne? Es geht über Frauenrechte, dieser humanitäre Aspekt, das scheint mir oft auch das Alleinstellungsmerkmal zu sein, sage ich jetzt mal, von vielen NATO-Ländern, dass man sich auf diesen Aspekt nur konzentriert, aber diesen geostrategischen, wichtigen Punkt
der eigenen Bevölkerung vorenthält. Also die Menschen werden schon langsam schlauer und oder erfahrener und lernen aus ihren Erfahrungen und setzen mehr auf Kooperation als auf Konfrontation. Und deswegen. Das wäre ein gutes Schlusswort. Ja, wir haben viele Themen. Dass das so geht. Bitte? Ich hoffe, dass sich das so erhält. Ja, und also ich hoffe es auch. Ich habe ja auch in vielen unabhängigen Zeitungen habe ich es tatsächlich vermisst, dass auch ja in vielen deutschen unabhängigen Medien habe ich es vermisst, dass einfach mal kritisch oder halt auch mal aus einer anderen Perspektive heraus über Afrika gesprochen wird, also ja, über den Frieden in diesen Ländern gesprochen wird. Also es hat sich 2018 hat es sich ergeben, jetzt in eigener Sache nochmal, dass Eritrea, Somalia und Äthiopien einen Friedensbeschluss miteinander gemacht haben. Erstmalig in der Geschichte sind die Länder nicht miteinander im Krieg, sondern möchten eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Das ist ja im Grunde genau das, was man in den 70er Jahren versucht hat, auch mit den eigenen Nachbarländern zu schaffen. Mhm. Aber über den Frieden wird nicht gesprochen. Ja. Also wenn der Frieden passiert, wird über den Frieden nicht gesprochen, weil A, die Kenntnis fehlt, das ist in Ordnung. Aber zum Teil halt auch aus anderen Gründen, denen ich gerne nachgehen möchte. Aber als Schlusswort möchte ich gerne Folgendes sagen. Wir müssen aus meiner Sicht viel mehr uns an unsere Gemeinsamkeiten erinnern, dass wir grundsätzlich die meisten Menschen auf dieser Welt doch ein gemeinsames Ziel haben. Wir wollen nicht im Krieg leben, wir wollen in Kooperation miteinander leben. Das ist letztendlich so mein Schlusswort. Das gebe ich Ihnen jetzt wir mal. Wir wollen in einigermaßen gerechten Verhältnissen leben. Hoffentlich ist das noch weit verbreitet. Und beides, das würde ich mir sehr wünschen und Ihnen auch. Ja, freuen Sie sich denn jetzt noch auf die anstehende Bundestagswahl, Herr Müller, im Sinne von... dass das bald dann vorbei ist, dieser ganze Medienspuk, oder lassen Sie den Sonntag jetzt so passieren? Was haben Sie denn jetzt in der nächsten Woche noch vor? Also ich habe mir überlegt, was ich in dieser Woche noch schreibe, ob ich nochmal über die roten Socken schreibe, weil ich gestern bei dem erwähnten Gespräch so erschrocken bin, dass ein 50-jähriger, eigentlich aufgeweckter Mensch, der Sohn einer Freundin, Familienfreundin, dass dieser so alles übernommen hat, was in den Medien kolportiert wird, über diese Alternative der Linkspartei. Ich will niemandem vorschreiben, wie sie oder er zu wählen hat, aber unter den herrschenden Verhältnissen muss man ja froh sein, wenn es so jemand wie Sarah Wagenknecht gibt, und die ist nun mal da. Und das ist ein Gegengewicht gegen dieses unglaublich, fast hätte ich gesagt, diesen Brei der anderen Parteien, die sich in der Außenpolitik überhaupt nicht unterscheiden und in der Steuerpolitik Gott sei Dank ein bisschen unterscheiden. Da würde ich jetzt dem Scholz mal mehr zutrauen, dass er nicht so nur kapitalistische Linie fährt, wie das Laschet wohl macht, wo ich mich gewundert habe, dass Laschet im Grunde so redet, wie der Friedrich Merz redet. Also das unterscheidet sich ja überhaupt nicht mehr. Und da ist von Sozialausschüssen der Union überhaupt nichts mehr zu spüren. Norbert Blüm ist tot, und damit ist auch die Idee dieser etwas sozialeren Gestaltung der Christlichen Union wohl kaputt gegangen. Also das ist die einzige Differenz, die ich da noch erkenne zwischen Scholz und ein bisschen auch noch bei Frau Annalena Baerbock, aber dem widerspricht ja das, was wir vorhin besprochen haben, dass sie im Grunde eingebunden ist in die kapitalistische Welt über Davos. Und bei Scholz weiß man es auch nicht. Also insofern haben Sie mich jetzt erwischt, dass ich im Grunde sehr unsicher bin, was man davon halten soll, was dann am Sonntag gewählt wird. Aber nicht wählen und sich ganz jährlich diesen Aktivitäten der Bewusstseinsförderung und der Aufklärung widmen, ist doch auch ein politischer Beitrag.
Ja gut, das machen wir, Sie und wir, und wollen es weitermachen. Genau. Herr Müller, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute die Zeit gefunden haben. Ich bedanke mich für die Zeit und verehrte Zuschauer von Horn auf Afrika TV, das war es heute.